Was willst du machen? Schneit, da muss ich in die U-Bahn. Ja, hallo zusammen. Heute bin ich mal unten in der Münchner U-Bahn, da es draußen überhaupt kein Wetter für Landschaftsfotografie ist. Außerdem haben wir jetzt schon gut nach 22 Uhr und ich nutze jetzt die Zeit, um ein oder zwei U-Bahn-Stationen zu fotografieren. Ich bin jetzt hier konkret am St. Martinsplatz in München und habe mir diese U-Bahn ausgesucht, weil ich erstens noch nie an dem Bahnsteig war und zweitens interessieren mich diese schönen Lampen, die von der Decke im Hintergrund herunterhängen. Die gilt es heute einzufangen. Ich nehme euch mit und zeige euch, wie ich das angehe und am Ende präsentiere ich euch auch das Ergebnis. Vorab habe ich mir von der MVV so eine Drehgenehmigung und Fotogenehmigung geben lassen. Ups, jetzt zerrissen. Da müsst ihr eigentlich nur die MVV per E-Mail anschreiben und denen mitteilen, dass ihr fotografieren wollt. Ich habe den Zeitraum jetzt einfach mal auf Februar begrenzt und habe die Bahnsteige eintragen lassen. Ja, jetzt haben wir Ende Februar und jetzt kommen wir auch endlich dazu, die Fotos zu machen. Also, ihr dürft gespannt sein, was heute bei rumkommt. Als erstes muss ich mir jetzt ein Bild von der Lage verschaffen, wo ich meine Kamera genau positioniere. Mein Kamerastandpunkt wähle ich jetzt genau mittig. Mir helfen wirklich die verlegten Fliesen auf dem Boden, weil die genau in der Mitte zusammengefügt sind, der beiden Bahnsteige. Und erreichen möchte ich eigentlich, dass die Bahnsteige, die links und rechts ja sind, dass die auch unten diagonal direkt in meine Ecken reinlaufen. Das ist so das Ziel. Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch diese schönen Lampen über mir einfangen. Wenn nachher noch eine U-Bahn reinfährt, versuche ich das Bild auch mit einer Langzeitbelichtung aufzunehmen. Dann brauche ich ca. 5 Sekunden dazu und einer relativ hohen Blendenzahl, also F16 oder sowas, dass alles schön scharf ist. Ich habe jetzt die Kamera einigermaßen gut ausgerichtet, also die Bahnsteiglinien bzw. diese schwarzen Streifen verlaufen links und rechts in meine Ecken. Dann stehe ich mittig und zu den Settings ist jetzt zu sagen, ich muss auf einer 11er Blende fotografieren, dass das Bild schön durchgängig scharf wird. Ich habe meine Stabilisierung der Kamera ausgeschaltet, habe noch eine Auslöseverzögerung drin von 2 Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt drauf drücke, passiert 2 Sekunden nichts. Dann ist die Kamera stabil und dann macht sie erst das Bild nach 2 Sekunden. ISO bleibt auf ISO 100. Und jetzt ja, werde ich 3 Sekunden lang belichten, um das erste Foto mal zu machen und zu schauen, wie es wirkt. Das Ganze mache ich jetzt mit dem 14mm Samyang Objektiv. Ich zeige euch nochmal kurz die Einstellungen. Ihr seht, die Linien verlaufen schön in die Ecken rein. Alles schön symmetrisch. Und jetzt mache ich das Bild. 3 Sekunden lang. Dabei ist die Säule wirklich schön in der Mitte. Die Lampen sind bei meiner 2/3-Regel genau auf den inneren Ecken. Und damit bin ich jetzt eigentlich schon recht zufrieden. Ich probiere es jetzt auch mal auf einer 16er Blende mit 4 Sekunden Belichtungszeit. Jetzt höre ich auch gerade, dass eine U-Bahn reinkommt. Ach, mal schauen, wie das wirkt. Da drücke ich jetzt auch gleich nochmal drauf. Die U-Bahn kommt rein. Jetzt müsste ich diesen schönen Zieher gleich drauf haben. Ja, warum nicht? Sieht auch gut aus. Vielleicht gehe ich jetzt nochmal weiter in die Mitte des Bahnsteiges. Aber hier am Anfang habe ich eigentlich die völlige Tiefe dieses Bahnsteiges, wenn ich also das Bild von hier mache. Und unschön ist auch wirklich in der Mitte des Bahnsteiges, da sind überall unschöne Mülleimer, aber ich probiere es trotzdem mal aus. Aber das wäre jetzt wirklich das Foto auf 14mm mit dem Samyang-Objektiv. Jetzt will ich diese Sitzbänke hier im Vordergrund haben, das schaut auch ziemlich basic aus, finde ich. So, dann drücke ich doch nochmal den Auslöser, wa? Jetzt müsste ich den Zieher schon schön drauf haben. Ja. Ihr seht selber, Timing ist alles. Es ist echt schwierig, dann den richtigen Moment abzupassen, wenn die U-Bahnen reinfahren mit dieser Ausleseverzögerung. Ich glaube, da braucht man schon ein bisschen Übung. Und ich habe schon, glaube ich, fast 2 Jahre lang keine U-Bahn mehr fotografiert. Boah, jetzt ist es so, wie es ist.
So, weiter geht's, Leute. So, ich bin jetzt am nächsten Spot angekommen, am Olympia-Einkaufszentrum. Und ja, schaut euch nur um. Die Wände schauen richtig geil aus. Die Decken sind schön abgehangen mit diesen super breiten Lichtern und die möchte ich hier auch einfangen. Jetzt stehe ich hier am Bahnsteig wieder genau mittig und hinter mir ist eine Rolltreppe zu sehen. Und diese Rolltreppe möchte ich nicht als Rolltreppe darstellen, sondern als Art Rutschbahn. Die ist ständig in Bewegung und da werde ich jetzt auch mit 4 Sekunden belichten, damit man diese Treppenstufen nicht sieht. Und was nicht schaden kann, ist es auf Details zu achten. Ihr seht hinter mir diesen Mülleimer. Im Nachhinein diese Mülltüte, die wirklich unschön ist, rauszuretuschieren, dauert lange. Das mache ich jetzt per Hand und dann habe ich meinen Spot wieder ein kleines bisschen selber dekoriert oder verändert. Da scheiße ich mir nichts. Ja? Sieht schon besser aus, oder? Ja, jetzt warte ich nur, bis die Menschen vom Bahnsteig weg sind und dann mache ich mein Foto. Vielleicht kann man die Einstellungen sehen. Ich werde 4 Sekunden lang belichten, bin auf einer 16er Blende, ISO 100. Und so wird dann mein Foto auch aussehen. Ja, und wie ihr gut erkennen könnt, ich arbeite hier auch mit sehr kleinen bodennahen Stativen. Ich möchte hier einfach so wenig Aufmerksamkeit auf mich ziehen, wie es nur geht. Und wenn man mal ehrlich ist, was soll man denn sonst machen bei so einem scheiß Wetter da draußen? Es regnet in einer Tour, vorhin hat es auch wieder geschneit. Da ist absolut nichts mit Landschaftsfotografie. Und jetzt ist sowieso mitten in der Nacht, 23:30. Muss auch bald heim. Muss auch mal irgendwann schlafen. Ich finde es ja super, dass ihr mir folgt, weil ich ja doch ganz unterschiedliche Videos poste. Manchmal Landschaft, letztes Mal Mausoleum, Grabstätte, Mai, heute U-Bahn. Was will man machen? Ich muss mich einfach auch dem Wetter ein bisschen anpassen und der wenigen Zeit, die mir einfach für diese Videos bleibt. Wenn die U-Bahn jetzt losfährt, werde ich auch nochmal ein Bild machen. Die alten U-Bahnen schauen vom Licht her auch viel geiler aus als die neuen blauen. Okay, ich löse jetzt aus. 4 Sekunden lang belichten. Ah, ist so ein geiles Bild. Ja. Also tatsächlich, die alten U-Bahnen schauen viel schöner aus, weil die Fenster einfach größer sind und das Licht kommt von den alten U-Bahnen viel besser zur Geltung, wenn die vorbeihuschen. Jetzt kamen auch gerade 2 Gangster vorbei. Ich dachte schon, die wollen mir die Kamera klauen. Jetzt echt Schiss gehabt gerade. Oh Mann. Schlimme Ecke, dieses München hier. Also wenn man sein Auge wirklich schult auf diese Linien und Symmetrien, hilft es einem, glaube ich, auch sehr in der Landschaftsfotografie. Ja, mir bringt zumindest was. So, die U3 Richtung Mosach kommt jetzt. Super. Jetzt löse ich wieder aus, kurz bevor sie reinfährt. Jetzt löse ich aus. So, Freunde, keine Menschen mehr auf dem Bahnsteig. Jetzt mache ich mein finales Foto. 2 Sekunden Auslöseverzögerung. Die Rolltreppen bewegen sich. Werden schön als Rutschbahn dargestellt. Zack, fertig. Foto ist im Kasten. Ich bin happy. So, Leute, das war's jetzt erstmal von mir. Ich habe heute 2 U-Bahn-Stationen fotografiert. Ich muss langsam heim, wir haben gleich 12 Uhr. Wenn ihr noch mehr U-Bahn-Stationen sehen wollt, also mich dabei mit begleiten wollt, mache ich das gerne. Schreibt mir einfach in die Kommentare rein, besteht Bedarf, ja oder nein. Wenn ihr das möchtet, dann werde ich es machen. Ansonsten sage ich Servus, bye bye. Euer Sigi vom Ammersee, heute aus der U-Bahn aus dem Untergrund. So, erfolgreiches Fotografieren und bis bald. Mhm.